Die erzählen sich sogar unterwegs. Dann ist es nicht so langweilig, wenn man so alleine vor sich hin spielt. Hey, 0,8% Schutz und 9 Rüstung. Dann tauschen wir das doch mal. Gleich noch ein bisschen Unterhaltung, wenn man dann hier so rumläuft. Andreas Hut. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Na klar, machen wir. Hier liegen die Geheimnisse eurer Mutter verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Man sieht an diesem Symbol, an diesem Sprechblase, und guckt immer, wer da was erzählt. Eine Hexe gewesen. Hauptmandantin? Und da kommen sie schon wieder und greifen uns an. Na los. Bin ich gerade gestorben? Nein, da bin ich ja nicht. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, deswegen hat mich das gerade wahnsinnig gewundert. Ach, der friert mich ein. Ich verstehe. Jetzt habe ich es mitgekriegt. Lea folgt euch nicht mehr. Lea? Da ist Lea. Sehr schön. Sprecht mit Lea im versteckten Keller. Das machen wir so gleich. Haben wir sonst noch was hier hinten irgendwo? Nicht. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber... das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich finde euren Onkel. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Und da kommen sie schon wieder. Mutig und heldenhaft wie wir sind, verzichten wir auf Leas Hilfe und werden uns allein auf die Suche nach ihrem Onkel begeben. Schließlich sind wir ein Held. So, was auch toll ist, die Karte zeigt uns sogar die Richtung an. Da ist nur irgendwo ein Fass. Das interessiert mich doch gar nicht. Oh, hier hängen ein paar am Baum. Rot in Fuß. Ach ja, da sind sie. Irgendwie aus der Erde gekrabbelt. Das ging ja jetzt schnell. Was haben wir denn hier wieder? Neuer Fertigkeitsplatz verfügbar. Ach, und wir können hier den Platz 1 belegen auf der Tastatur. Und wir haben irgendwie einen Lichtblitz. Mensch, das ist jetzt schon wieder so viel auf einmal. Wir haben inzwischen auch schon 12 Tränke, wollte ich mal sagen. Primär. Was ist denn daran neu? Ach, das ist neu. Tödliche Reichweite. Wie müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt hier die Donnerfäuste nehmen oder die Reichweite?
Wo ist denn der Unterschied? Erzeugt 6 Geisteskraft pro erfolgreichem Angriff. Erzeugt 6 Geisteskraft pro erfolgreichen Angriff. Fügt mit jedem Angriff mehreren Gegnern in einer Reihe Schaden zu. Und das greift ein Ziel mit einer Abfolge schneller Schläge an, die Gegner zurückstoßen kann. Ach komm, dann wählen wir das einfach mal aus und probieren das. Mal gucken. Jetzt lädt sich da irgendwas auf. Lädt sich das immer auf oder war das jetzt nur beim Aktivieren? Das müssen wir noch im Auge behalten. Verteidigung, neue Fertigkeiten, das haben wir freigeschaltet, das ist der Nichtblitz. Kostet 10 Geisteskraft, Abklingzeit 10 zu 15 Sekunden, blendet 3 Sekunden lang alle Gegner in der Nähe. Dann packen wir das doch mal direkt, müssen wir das da reinziehen, macht er das automatisch? Macht er automatisch. Tastenkürzel. Fertigkeiten können auch über die Tastatur benutzt werden. Über die Nummertasten 1 bis 4 können Sie die Fertigkeiten wirken, die dem entsprechenden Platz auf der Aktionsleiste zugewiesen sind. Jetzt wird es langsam interessant und fängt an, halt zweihändig zu spielen, wo wir die zweite Hand an der Tastatur brauchen könnten. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das läuft. Kann man die nicht frei belegen? Ist es vorgeschrieben, welche Fähigkeiten auf welcher Taste liegen? Geht's? Nirgendwo geht's ein. Gut, wir sind inzwischen Level 4 war das, glaube ich. Ja, wir sind Stufe 4. Oh, hier stören da welche beim Abbrot. Das war der Tritt. Schick, schick. Ist auch schön, dass der mal anzeigt, was neu dazugekommen ist, dass das dann immer so blinkt kurz. Und dass man gleich sieht, wo es hingehört. Und dass er es vergleicht. Mann, so toll, ja? Brauchen wir jetzt aber nicht. Weiter geht's. Das ist die Kathedrale, da müssen wir hin. Hier schlug der Stern ein. Hier schlug der Stern ein, genau. Und jetzt schlagen wir hier ein. Hey, Quest abgeschlossen. Wir sollten die Kathedrale finden, betreten, wie auch immer. Das haben wir getan. Betreten die erste Ebene der Kathedrale. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich gerade nicht bewegen, aber wie bin ich da jetzt hingekommen und vor allem, wie komme ich dann hier wieder raus? Das gefällt mir gerade gar nicht. Kann man hier irgendwo was? Nee, kann man nicht. Sie erzählt schon wieder irgendwas. Da geht's gar nicht rein. Komisch, sieht aus, als wenn da hinten... Ach nein, das ist dieses Podest. Ich habe mich gerade von der Karte irritieren lassen. Die Musik finde ich ja immer noch ziemlich laut, aber wenn sie was sagt, verstehe ich das aber kaum. Das ist etwas ungünstig. Wow, die hat aber... Das ist ein Dämon. Einen kräftigen Tritt hat die. Ist ja blöd, ich sehe das gar nicht hinter dem. Huch. Sammel mal das Gold hier ein. Sehr, sehr schön. Aasfledermaus. Ha, ein Bücherregal. Ich als Bücherwurm interessiere mich natürlich total und mache es kaputt. Nein, wie sieht das denn hier aus? Wir können nicht mal ein Buch mitnehmen.
Wir plündern einfach alle. Wir sollten das natürlich auch mitnehmen, was dabei rauskommt. Ja. Nö. Ach, dieser kräftige Tritt gefällt mir. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Die Protesten mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düsternis, die selbst ich nicht ergründen kann. Ich habe jetzt hier gerade eine Ehrenrunde gedreht, das Monster hier besiegt, der war schon ein ganz schöner Klopper. Es ist auch inzwischen unsere Gesundheit ein bisschen runtergegangen, aber noch nicht bedrohlich, würde ich so sagen, wenn jetzt nicht noch drei solcher Monster kommen, die sich dann auch noch... Oh! Oh! Hatte ich gerade gesagt, wenn ich noch drei solcher Monster kommen, wo bin ich denn hier reingeraten? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, das ist mir klar, dass wir dafür nicht genug Geisteskraft haben. Wir müssen sehen, wie wir das jetzt hier... Ich habe hier gerade schon irgendwelche Meldungen von sämtlichen Rekorden gesehen. Was war das denn? Von daher ist es gerade doch ziemlich gut gelaufen. Oh, da kommt noch so ein Dicker. Wir sammeln hier erstmal alles ein. Und unsere Gesundheit ist jetzt wieder voll. Das ist sehr schön. Da liegt noch Gold. Ich will das haben. Also nicht, dass ich goldgeil bin hier. Überhaupt nicht. Da ist schon wieder so ein Fettwanst. Der hat immer explodiert in tausend Schlangen. Das ist echt abartig, was der mal für eine Sauerei veranstaltet. Ja, was ich da für Rekorde habe, das muss ich nachher erstmal schauen, beziehungsweise erstmal sehen, wo ich das überhaupt sehen kann. Und wir sind bisher durchgekommen, ohne zu sterben. Toi, 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 Klopfer auf Holz. Wir wollen ja hier nichts beschreien. Und wir haben auch noch keinen einzigen Heiltrank benutzt. Schubst doch nicht, ich will dich treten. Da sind wieder die vielen Schlangen. Ach, die haben wir gleich mitgetötet. Die haben uns gar nicht mehr angegriffen. Na, so ist doch schön. So muss das doch sein. Was die aber auch immer für Blut spritzt. Ja, das ist ja unglaublich. Wie viel Blut die hier verlieren. Ekelhaft. Und sammel doch mal ein hier. Das finde ich gerade noch ein bisschen umständlich, das Einsammeln. Hat das irgendwie einen tieferen Sinn, warum man das da kann? Ich weiß nicht, ob auf der Karte da schon was blinken sehen. Was ist das da? Ein Heilbrunnen. Kann man damit irgendwas?
waren ja eigentlich schon heile. Neuer Rekord, Zerstörung. 6 Objekte zerstört. Fantastisch. Richtig, nach den Rekorden wollte ich mal gucken. Sieht man die bei den Erfolgen? Neueste Erfolge? Nee, irgendwie nicht. Nee. Gar nicht so leicht sterben, irgendwie. Was? Elite-Gegner getötet. Deswegen wollten die nicht so leicht sterben. Weil das Elite-Gegner waren. Na komm, erzähl uns mal wieder was. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus der Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Würde ja mal interessieren, wo man das mit diesen Rekorden sieht. Huch. Da ist was kaputt gegangen. Hat einer was aus dem Fenster geschmissen? Ach, das war wieder so ein Kronleuchter. Ach, wir sind jetzt hier gerade einmal im Kreis gelaufen. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal da nach hinten gucken. Da war nämlich dieser Kreis auf der Karte. Und wir sind ja hier schließlich nicht zum Spaß, sondern um Hinweise auf den Onkel Deckard zu finden. Ah, neues Hobby habe ich gerade entdeckt. Fässer kaputt machen. Los, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Wie viel haben wir denn schon? 2037, jetzt erklären sich auch die Preise bei den Händlern, weil das hier echt schnell geht mit dem Goldsammeln, ganz offensichtlich. Huch. So, mein Rechner fängt hier gerade ganz schön an zu pusten, merke ich gerade. Ich nehme auch schon über eine Stunde auf. Platz da, ich will hier durch. Von daher werde ich dann auch gleich mal... Ich mag eigentlich gar nicht aufhören, aber wir haben ja gerade den Speicherpunkt und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, auch wenn das Spiel mir bisher super viel Spaß gemacht hat und ich gar nicht aufhören will, weil ich wissen will, wie es weitergeht und weiter spielen will und weiter Quests abschließen will und naja, was man halt so macht beim Spielen.
Ach ja, und unbedingt will ich noch rausfinden, wie das mit diesen Rekorden, wo das da ist. Quest zu tragen, Fertigkeiten. Da könnte doch noch ein Reiter dran sein. Oder halt bei den Erfolgen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht war es auch bloß zur Info und es gibt gar keine Übersicht, obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Zumindest würde ich es gut finden. Gut, wir belassen es vorerst dabei, an dieser Stelle zu verweilen, das Spiel zu verlassen. Spiel verlassen, verlasse das Spiel. 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss.